gerade jetzt so für mich als Ermutigung an. Denn, ich bin so gespannt, was der Herr einfach sagen will. Ich habe was gelesen in meiner Andacht. Und meistens ist es ja auch so, wenn du was in deiner Andacht selber so für dich liest, dann schießt dir das manchmal so ins Herz. Und da habe ich gedacht, davon möchte ich eigentlich sprechen. Aber das ist jetzt nicht so, was man jetzt so ausarbeitet, ja, so wie man das vielleicht sonst von jemandem gewohnt ist. Aber es ist einfach nur ein Text, den ich einfach mit euch auslegen möchte. Und wir wollen einfach darauf vertrauen, dass der Herr uns daraus was schenkt. Amen? Amen. Wollen wir darauf vertrauen, dass der Herr uns aus dem Text jetzt einfach heraus spricht? Amen. Ja, ich meine, das ist so wichtig, dass wir darauf vertrauen, dass wenn Gottes Wort gelesen, wenn Gottes Wort gepredigt, wenn Gottes Wort verkündigt, wenn Gottes Wort gesagt wird, dass es nicht nur Menschenwort ist. Ja? Sondern wir vertrauen darauf, dass der Herr sich des menschlichen Organes, der Stimme, der Stimmbänder und der Schallwellen und sowas bemächtigt, aber dass das Wort, das gesprochen wird, Gottes Wort ist. Amen? Hast du das Vertrauen? Das ist so wichtig. Denn seine Worte sind Geist und Leben. Der Buchstabe aber alleine tötet. So, wenn ich nur hier stehe und euch was lese, so aus meinem, was ich so denke und ich so empfinde, dann werden wir keine Frucht, kein Leben und nichts daraus bekommen, keine Ermutigung. Aber ich bin gewiss, dass der Herr einfach reden wird und dass sein Wort mächtig, lebendig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist, das durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist. Amen. Amen. Halleluja, Jesus. Ich möchte dich ganz besonders bitten, Herr, dass du heute sprichst, Herr. Ja, ich möchte dir sagen, Herr, bemächtige dich doch meiner Stimme, meiner Zunge, meiner Stimmbänder. Herr, du hast mein Herz gefüllt, oh Herr, und nach deiner Verheißung wollen wir erleben, wie mein Mund davon übergeht, Herr, aber es ist und bleibt und soll immer dein Wort sein, das wir verkündigen. Und wenn wir davon weichen, Herr, haben wir die Berechtigung, hinter dieser Kanzel zu stehen, vollends verspielt, und du wirst uns von dieser Kanzel entfernen. Und so danke ich dir, Herr, dass du uns eine heilige Furcht und eine heilige Ernsthaftigkeit schenkst, Herr, dass wir uns jetzt beugen vor deinem Wort, Herr, und dass wir anerkennen, dein Wort, das ist Ja und es ist Amen. Es ist der Ratschluss unseres Gottes, Halleluja, der alles, was da ist, durch sein Wort in Existenz gerufen hat, hineingesprochen hat. Und dein Wort hat heute noch dieselbe Macht und dieselbe Kraft wie einst, Herr, als du sprachst und es ward, Herr. Heute noch, Herr, hat dein Wort die Kraft, Tote zum Leben zu erwecken. Nur unser Unglaube steht dem so oft im Weg, Herr. Aber dein Wort hat die Macht, Herr, heute Tote zum Leben zu erwecken, Blinden die Augen aufzutun, Taube und Lahme hörend und gehend zu machen. Herr, daran glauben wir, Herr. Und so wollen wir damit rechnen, dass dein Wort, Herr, unter uns lebendig macht, was schon erstorben, aufweckt, was eingeschlafen, heilt, was krank geworden ist, Herr, und uns speist heute, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Habe ich euch schon mal gesagt, also ihr kennt mich ja so mit Brille gar nicht so, ne? Dass die Schrift in meiner Bibel, habt ihr das eigentlich auch? Ich kenne das sonst gar nicht so von Büchern, dass die Schrift immer kleiner wird. Ist komisch, oder? Aber meine Bibel scheint eine besondere zu sein, da wird die Schrift mal kleiner, mal größer, je nach Tagesform. Aber ich brauche heute, merke ich das. Okay, wo wollte ich mit euch hin? Ich wollte mit euch etwas lesen, was ich in meiner Zeit, meiner stillen Zeit gelesen habe. Und es ist in Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9, schlagt da mal mit mir auf. Und wir lesen die Verse 10 bis 17. Brauchst du noch nicht ranstrahlen, Jamin, warte mal eben. Lukas 9, 10 bis 17. Brauche meine Brille noch gar nicht. 10 bis 17. Nicht 19 bis 17, sondern 9, 10 bis 17. Bevor ich anfange, möchte ich etwas davon reden, wie gut wir es doch haben, oder nicht? Haben wir es gut? Ja, hier im Happy Clappy Disneyland Deutschland? Haben wir gut, oder nicht? Oder friert hier von euch jetzt jemand bibberlich und hängt ihm Eiszapfen von der Nase? Nein, wir haben das so gut, ne? Ich denke mal, wir sind auch alle heute Morgen gesättigt hierher gekommen, haben vielleicht schon ordentlich schön gefrühstückt. Ich meine, wir leben in Deutschland, hallo? Wir haben alles im Überfluss. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben einen schönen Gemeindesaal, guckt euch das mal an. Da würden sich andere die Finger nachlecken und wir kommen hier rein, die Heizung läuft und die Stühle sind uns gepolstert und es ist alles wunderbar.
Wir sind auch nicht auf Pferdekutschen hergekommen oder irgendwie so über der Schulter gelegt vom Bruder, weil wir selber nicht laufen können. Wir sind mit Autos hergefahren, mit Bussen angereist und wir haben es so gut, ihr Lieben. Wir haben es so gut. Gerade jetzt haben wir diese Adventszeit und alle sind in Weihnachtsstimmung und die ganzen Regale in unseren Wohnungen sind vollgestellt mit Geschenken. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, wo uns alles, was wir brauchen, förmlich von alleine in den Mund hineinfliegt. Übertreibe ich? Nein, es ist wirklich so. Ihr kennt vielleicht so aus diesen alten Filmen so dieses Bild, wie Cäsar da auf seiner goldenen Liege liegt und dann kommt ihm so eine Gehilfin da hinzu, leicht bekleidet und lässt ihn dann noch so ein Früchtchen im Mund fallen und Kleopatra, wie sie dort in ihrer Milch badet und all solche Geschichten. Und eigentlich sind wir das, oder? Wir haben es so gut, ihr Lieben. Wir haben es so gut. In dieses Land will jeder, der es nicht so gut hat wie wir. Haben wir uns das schon mal auf der Zunge zergehen lassen, warum eigentlich alle nach Deutschland wollen? Hier ist das Land, in dem wortwörtlich Milch und Honig fließen. Und wenn hier in Deutschland jemand klagt, dann klagt er auf ganz, 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 ganz hohem Niveau. Die Krankenversorgung, die Sozialversorgung, selbst unsere wirtschaftliche Situation, die ja jetzt so suggeriert durch die Medien vielleicht schlecht scheinen mag, ist auf höchstem Niveau. Gehst du in andere Teile dieser Welt? Wie gesagt, sie lecken sich die Finger danach. Nein, sie riskieren sogar ihr Leben dafür, um übers Wasser nach Deutschland zu kommen. Und wenn sie dann gefragt werden in ihren wirklich echten Krisengebieten, ich meine, wir Deutschen, wir klagen immer über unsere Lebenskrisen. Ich habe das Geschenk nicht mehr bekommen, das ich eigentlich für mein Kind haben wollte, das 12. oder 13., was mir noch fehlt in meiner Sammlung. Aber wenn sie mal von ihren Krisen erzählen, dann werden wirkliche Krisen offenbar. Menschen, die an Hunger sterben, Menschen, die vor Kälte und Krieg fliehen. Gerade jetzt zu dieser Zeit haben wir eine Flüchtlingswelle, ich habe es mir sagen lassen, von circa 80 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Kannst du dir diese Zahl vorstellen? 80 und 6 Nullen. Und hinter jeder dieser Zahl steht ein Menschenleben. Ich frage dich mal, was müsste dich bewegen, damit du aus deinem Land fliehst? Dass du alles hinter dir lässt, Mutter, Vater, selbst Kinder. Dass du dein Leben riskierst, nur in dieses Land zu kommen, wo Milch und Honig fließen. Oh, wir haben es so gut, ihr Lieben. Wir haben es so gut. Wir haben es manchmal, glaube ich, viel zu gut. Und es ist eine riesengroße Gefahr für uns, in diesem Wohlstand und in diesem Luxusleben, dass wir vergessen, dass da draußen immer noch welche sind, die hungern und sterben, die leiden und geschunden sind. Unser Luxus und unser Wohlstand verwehrt uns oft, das zu tun, was uns befohlen ist. Der Text, von dem wir heute lesen, spricht zu dir und zu mir. Und als ich ihn in meiner persönlichen Andachtszeit gelesen habe, wurde ich wieder bis aufs Bitterlichste beschämt. Und die guten Menschen unter uns werden natürlich sagen, nein Sven, komm, lass dich nicht verdammen. Es ist alles gut, so wie es ist. Das ist die Stimme des Satans, die Stimme des Verklägers, der Brüder. Er will dich verdammen. Aber ich glaube, es gibt auch eine Betrübnis Gottes. Und wenn wir an eines Mangel leiden, dann ist es heutzutage die Unfähigkeit zu unterscheiden, ob wir durch Gottes Wort und Geist einmal betrübt werden oder ob es dann gleich der Verkläger der Brüder ist. Und glaub mir eins, oft genug werden wir, wenn wir das Wort studieren und wenn wir das Wort lesen, durch Gottes Geist betrübt. Weil er uns offenbart, wie wir eigentlich dran sind. Weil er uns offenbart, dass wir eigentlich oftmals unfähig sind anstatt fähig. Faul anstatt fleißig. Gemütlich anstatt bei den Dingen zu sein, die uns unser Gott sagt, dass wir sie tun sollen. Ich rede jetzt hier nicht von einer gesetzlichen
sag ich mal, Art und Weise, unseren Glauben durch Werke irgendwie authentisch zu machen. Davon rede ich gar nicht. Ich rede nicht davon, dass wir dem Herrn beweisen wollen, wie erlöst und wie gottesfürchtig wir doch sind, indem wir viele Werke tun. Aber ich rede davon, dass wir einfach oftmals vom Wort her ganz genau wissen eigentlich, was unsere Aufgabe als Kinder Gottes ist, aber wir tun es dennoch nicht. Haben wir überhaupt realisiert, dass das Wort Gottes an einigen Stellen oder an einer ganz bestimmten Stelle zu uns etwas sagt und dort steht, wer weiß, Gutes zu tun, es aber nicht tut, dem ist es was? Wer weiß, Gutes zu tun, es aber nicht tut, dem ist es Sünde. Jetzt verstehst du, warum wir allemal jeden Tag Gelegenheit haben, um Vergebung zu beten. Jeden Tag. Ich muss es noch einmal ganz von vornherein sagen, weil ich merke, wie es losgehen will in uns, dass wir uns bedrückt fühlen in einer Weise, jetzt kommt aber Druck auf uns oder nicht. Ich möchte nicht, lass mich mal so sagen, nicht mehr als das, was uns Gottes Wort an Druck bereitet, möchte ich uns bereiten. Aber auch nicht weniger. Ich bete für uns und vielleicht weißt du das nicht und vielleicht willst du das auch nicht, aber ich werde nicht aufhören zu beten. Herr, lass uns hassen, was du hast und lass uns lieben, was du liebst. Betrübe uns über die Dinge, die dich betrüben und erwecke in uns eine heilige Freude über die Dinge, die dich zum Lachen bringen. Dazu gehört, dass wir vielleicht auch in Zeiten kommen wie einst der weinende Prophet Jeremia und über die Sünde in unserem Volke weinen. Dass wir wirklich auferweckt werden durch Gott, wirklich das zu tun, was er seiner Gemeinde aufgetragen hat, was er, Klammer auf, durch seine Gemeinde tun will. Denn eins ist sicher, Gott kommt nicht vom Himmel herab, leibhaftig, noch einmal, so wie es in Jesus Christus war. Ja, Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir Gott wirklich im Geiste nachfolgen und dienen sollen. Aber Gott selbst wird nicht nochmal im Fleische zu uns herabkommen und uns nochmal Beispiele geben. Er hat uns einen Auftrag gegeben und wir sollen diesen Auftrag ausführen in dieser Welt. Ein geistiger Auftrag, den wir haben, ist beispielsweise den himmlischen Mächten und Gewalten die mannigfaltige Kraft Gottes und die überragende Weisheit unseres Gottes zu demonstrieren. Und ein anderer Auftrag ist vielleicht, dass wir hinausgehen in die ganze Welt, das Evangelium predigen jeder Schöpfung, wir werden davon gleich noch was hören. Und dann gibt es wieder einen anderen Auftrag. So, wir haben als Kinder Gottes einen Auftrag bekommen und ich sage euch ein Geheimnis, falls ihr es noch nicht wisst, es ist mehr als nur am Mittwoch und am Sonntag hierher zu kommen. Vielleicht habe ich jetzt einige Theologien geschockt, aber es ist so. Wir gehen ins Wort. Kannst du anstrahlen. Die Speisung der 5000 steht bei mir als Überschrift. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sie zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Wunderbar, oder nicht? Hier sehen wir Gemeinde. Das, was wir hier in dem ersten Verse sehen, ist Gemeinde. Der Herr zieht uns an einen Ort, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben und zur Ruhe kommen. Könnt ihr das daraus lesen? Ich lese mal. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sie zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt Bethsaida. Ist das richtig? So, er hat sie zu sich gezogen. Er hat sie mitgenommen zu sich an einen einsamen Ort. Und ihr Lieben, dieser einsame Ort ist die Verborgenheit in Christus, ist die Verborgenheit in Gott, wo wir von unseren Werken zur Ruhe kommen können. Aber dieser Ort ist denen vorbehalten, so sehe ich das hier aus diesem Vers auch, die wirklich für das Reich Gottes auch gearbeitet haben, damit sie wieder zur Ruhe kommen, auftanken und wieder ausgesandt werden können. Wenn wir lesen, und die Apostel kehrten zurück, dann müssen wir uns fragen, wovon kehrten sie denn zurück? Was haben sie denn so getan, dass der Herr sie zurücknehmen musste? Wenn du deine Augen in deiner Bibel einfach mal weiter nach links schweifen lässt, zum Kapitel 9, das ist bei mir auf der linken Seite, dort sehen wir genau, was die Apostel getan haben. Kapitel 9 und dann Vers 1. Er rief aber seine 12 Jünger, hier heißen sie ja noch Jünger, zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken zu heilen.
Amen? Sehen wir das? Jetzt verstehen wir auch, was es dann in Vers 10 bedeutet. Und als die Apostel kehrten zurück und erzählten alles, was sie getan hatten. So, der Herr hat sie ausgesandt, sie sollen das Evangelium predigen, sie sollen Dämonen austreiben, sie sollen wirklich das Reich Gottes mit Zeichen und Wundern in der Kraft Gottes bekannt machen, bestätigen, bezeugen. Und das haben sie getan. Sie waren dem Auftrag ihres Meisters treu. Sie sind dem Wort ihres Meisters gefolgt. Sie haben gesagt, dein Wort ist uns Ja und Amen. Und wenn du sagst, wir sollen gehen, dann bleiben wir nicht, dann gehen wir. Amen. Ist das einfach? Also einfach zu verstehen, oder? Wenn er sagt, geht, dann gehen wir. Und wenn er sagt, steht, dann stehen wir. Und hier hieß es nun, sie sind gegangen und sind nun wiedergekommen. Und da heißt es, und dann erzählten sie ihm, was sie alles getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt Bethsaida. Und ich lese da wirklich so raus, dieser einsame Ort, das ist für mich der Sonntag. Natürlich ist es auch unsere stille Zeit, wo wir mit dem Herrn zusammen sind, aber dieser Ort der Erholung ist dieser Sonntag. Oder sind wir jetzt hier dabei, dass wir jetzt hier gerade das Evangelium einer verlorenen Welt predigen? Nein, wir predigen uns selbst, wir ermutigen uns selbst. Wir kommen vor den Thron Gottes und wir empfangen neue Stärkung wirklich von ihm wieder. Aber wofür empfangen wir das? Damit wir hinausgehen wieder in die Welt und weitergeben, was wir empfangen haben. Dieser Ort der Verborgenheit ist der Ort der Zweisamkeit, du und der Herr und wir hier als Geschwister zusammen. Wir kommen zusammen und geben uns einander Zeugnisse und erbauen uns und wir kommen zusammen und stärken einander, wir beten füreinander. Ja, wenn wir aus einer geschundenen Woche kommen, so ist doch der Sonntag, der Mittwoch gerade ein ganz besonderer Tag, wo wir dann zusammenkommen und wirklich in die Fürbitte füreinander gehen und jeder von uns hat es bestimmt schon mal erlebt. Du kommst am Mittwochabend total gebeutelt, geknechtet und niedergedrückt hier rein und irgendwie, ich weiß nicht wie, Wunder geschehen, jeden Mittwoch neu, du schwebst hier wieder raus. Du schwebst hier wieder raus. Ich weiß nicht, unzählige Male geplagt von Rückenschmerzen, geplagt von Kopfschmerzen, geplagt von Müdigkeit, dass ich schon auf der Autobahn, habe ich letztes Mal meiner Frau erzählt, die hat gedacht, die hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich sag zu ihr, Becky, ich bin eben gerade auf der Autobahn zweimal eingeschlafen. Ich weiß nicht wie, ich habe es gemerkt, ich bin zweimal eingeschlafen und der Herr hat mich bewahrt. So, du kommst und das ist meist auf Mittwoch, schön, wenn du von der Arbeit kommst und direkt nach Hause und dann gleich wieder zur Gemeinde. So, du kommst hierher, aber du gehst ganz anders wieder weg. Warum? Weil der Herr das tut, was wir hier bei den Aposteln lesen. Er zieht uns an einen einsamen Ort. Dieser Ort ist einsam in dem Sinne, dort ist nicht das Geplärre von deiner Arbeit. Dort ist nicht das Geplärre aus dem Kindergarten. Dort ist nicht das Geplärre aus der Schule. Dort ist nicht das Getümmel vom Bazar. Dort ist nicht das Getümmel von deinem Einkaufsladen oder von deiner beschäftigten Schafferei, die du so alles tust. Dort, an diesen Ort, wo er uns hinzieht, wenn wir am Gebetsabend zusammenkommen, wenn wir hier am Sonntag zusammenkommen, ist ein Ort, wo wir ihn loben, ihn preisen. Und während wir ihn loben und preisen, lässt er seinen Frieden und seine Gnade auf uns herabregnen. Aber ich sage euch eins, er tut das nicht, damit unsere Zisternen immer voller werden und das Wasser stinkend halten. Er tut das aus einem einzigen Grund, damit wir Kanäle des Segens werden, den er uns verheißen und gegeben hat. Und das lesen wir in den nächsten folgenden Versen. Das ist hier so eine kleine Barriere, ist ganz nett gemacht hier. Das lesen wir in den nächsten Versen. Ja? Als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Amen. Halleluja. Unser Herr ist als Beispiel vorangegangen. Da kamen die Leute dann auf ihn zu und er hat alle geheilt, die Heilung brauchen. Könnt ihr das aus dem Text sehen? Er hat seinen Jüngern sozusagen vorgemacht. Aber der Tag fing an, sich zu neigen und die 12 traten herzu und sprachen zu ihm, entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer und in die Höfe hineingehen und einkehren und Speise finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. So, das ist so unsere Fasson, das ist so nach unserer menschlichen Denkweise gedacht. Jesus, Herr, du hast große und gute Wunder getan und wir haben gesehen, wie du die ganzen Armen dort wirklich entgegengenommen hast, wie du dir Zeit genommen hast und wir haben von dir gelernt. Und ja, wir wollen es auch so machen, Meister, wir wollen in deinen Fußstapfen folgen. Aber du siehst doch jetzt, sie sind zwar gesund geworden, aber sie haben Hunger. Komm, schick sie weg. Und Jesus sagt so, nee. Die haben Hunger, ja, aber dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen.
Ich meine, das war herausfordernd. Die hatten ja nichts da zu essen. Die hatten Jesus, wie der gute Wunder gewirkt hat. Aber zu essen hatten sie nicht viel. Wir lesen von ein paar Broten, ein paar Fischen. In einer Begebenheit redet das Wort Gottes von einem kleinen Jungen, der hatte irgendwie, weiß nicht, 5 Fische, 2 Laiber Brot, oder waren das 2 Fische und 5? 5 Brot und 2 Fische. Genau, so. So war ein kleiner Junge. Aber sie selber hatten nichts. Nun frage ich mich immer, wenn ich so diese Stelle lese, okay, die waren den ganzen Tag mit Jesus zusammen, die haben gesehen, welche Wunder er gewirkt hat. So von der Prioritätenliste stelle ich es mir, von dem Wunder her, viel schwieriger vielleicht vor, einen Toten aufzuerwecken, als irgendwie Brot oder sowas herzubekommen. Aber sie hatten irgendwie nicht so den rechten Glauben, dass Jesus auch diese Masse speisen würde. Und Jesus sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und ich glaube, dass dieses Wort wirklich ein prophetisches und auch ein symbolisches Wort für uns heute ist. Denn dort draußen ist eine Welt, die braucht nicht nur Heilung, die braucht auch was zu essen. Und sie braucht nicht nur irgendwie physische Nahrung, sondern sie braucht das Wort Gottes. Sie braucht das, was uns einst aus dem Tod ins Leben erweckt hat. Diese Welt dort draußen hungert und darbt förmlich, verhungert also nach dem, was wirklich essbar ist. Jesus hat einmal gesagt, siehe, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem einzelnen Wort, das aus meinem Munde ausgeht. Aber wir sind leider in einer Gesellschaft angekommen, wo normalerweise, wir haben ja alles im Überfluss, damit habe ich ja meine Einleitung begonnen, wir haben alles im Überfluss und dennoch ist in den Menschen so eine ungeheure Leere, so ein ungeheuerliches Gefühl von Leere, dass sie sich mit allem möglichen Unrat das Herz vollstopfen. Sie sind voll und haben dennoch Hunger. Sie haben im Überfluss und verdursten dennoch direkt vor unseren Augen. Und wenn Jesus hier sagt, gebt ihr ihnen zu essen, dann sagt er nicht, was jetzt hier in dieser Botschaft natürlich hieße, sie sollten am Leibe Speise erfahren und der Herr hat auf wundersame Weise die Speise vermehrt. Aber was er heute zu uns sagt, ist, ich bin das Brot des Lebens, nun geh hinaus in diese Welt und gebe den Menschen, was du von mir empfangen hast, teil mich ihnen aus. Und da sind wir bei unserem Auftrag, ihr Lieben. Wir sind nicht dazu berufen, ich sage es noch einmal, schöne, kuschelige Gottesdienste zu feiern. Die sind ein Teil der ganzen Geschichte. Das ist die Zeit, ich sage es noch mal, wo wir erbaut werden. Aber nachdem du erbaut wurdest, bist du beauftragt, in diese verhungernde, darbende, zerschundene, gebrochene, kranke, von Angst durchsetzte, perverse, von Gott abgefallene, schmutzige Welt zu gehen und dein Licht leuchten zu lassen. Das ist unser Auftrag. Wir sind berufen, das Licht, das wir empfangen haben, in diese finstere Welt zu nehmen. Und ich wurde heute begrüßt von unserem Bruder Levent mit den Worten, über uns ist Dunkelheit. Dunkelheit bedeckt die Völker, aber über uns ist der Herr aufgegangen. Halleluja. Aber wie tragisch ist es, dass eine ganze Christenheit, oder ich sag mal, 98% der heutigen modernen Christenheit für sich nur so verstehen, Halleluja, ich bin gerettet und das war's. Ich bin in trockenen Tüchern, mein Leben ist safe. Aber da draußen darben sie. Und Jesus sagt zu uns, ich weiß nicht, welcher Vers es war, er sagt in Vers 13, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen? Jetzt kommt wieder diese menschliche Denkweise. So aus unseren Ressourcen müssen wir eigentlich sagen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kaufen? Und ja, es ist gut. Ihr Lieben, lasst es uns anerkennen. Lasst es uns anerkennen, aus uns selber haben wir dieser Welt nichts zu bringen. Ich weiß, was passieren wird, wenn wir aus unseren eigenen Quellen schöpfen. Sie werden noch entmutigt da draußen. Ich meine, heute schon sprechen sie, wenn sie uns mit unseren Traktaten dort auf der Straße wedeln sehen, sprechen sie ja jetzt schon, lass mich in Ruhe, ich habe genug Probleme, ich brauche nicht noch mehr. So, wenn wir aus unseren eigenen Quellen schöpfen, haben wir wirklich nichts zu geben. Und so oft höre ich Geschwister, die kommen auch in den Gottesdienst und sie sagen, oh Herr, ich habe nichts, ich habe nichts, was ich dir bringen könnte, ich habe nichts, was ich der Welt bringen könnte. Haben wir überhaupt realisiert, was wir damit sagen? Damit sagen wir, ich bin dein Kind, aber du bist zu geizig, um mir aus deinem Überfluss zu geben und so muss ich bekennen, ich habe nichts.
Das hört sich vielleicht ganz demütig und ganz, ganz, ja, wir sind ganz demütig. Und bei jedem Satz schauen wir uns auch ganz andächtig auf die Schuhspitzen, wenn wir reden. Ja, das hört sich alles ganz demütig an, aber es ist nichts weiter als eine Verleugnung dessen, der uns berufen hat. Wenn er uns beruft, stattet er uns auch mit allem aus. Georg Müller hat einmal gesagt, und er hatte wirklich so vom Materiellen hat er alles gegeben. Georg Müller, ist das ein Name, ist das ein Begriff? Der Waisenvater von Bristol. Hat aus Glauben viele, viele Waisenhäuser aufgebaut, 18. Jahrhundert, ungefähr ein Zeitgenosse mit Spurgeon, die waren sogar beide befreundet, waren unterwegs zusammen einmal. Auf jeden Fall hatte Georg Müller einmal ein weises Zitat gebracht und er hat gesagt, auch wenn er nicht viel hat an materiellen Dingen, so will er doch niemals in zerschundener Kleidung rumrennen und will niemals abgewrackt und gestresst aussehen, damit niemals das Bild aufkommen könnte, mein Gott ist ein gemeiner Gott, der mir nicht aus seiner Fülle gibt. Das sollte uns zu denken geben, Gott gibt uns immer und niemals stehen wir als Kinder Gottes in der Situation, dass wir sagen müssten, ich habe aber nichts. Wir haben, ihr Lieben. Wir haben so viel im Überfluss, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Wir haben nur verlernt, auszuteilen. Aber wie schön, dass es das Wort Gottes gibt. Es zeigt uns, wie man austeilt. Amen. Da gehen wir hin. So, wo waren wir? Vers 13. Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kaufen? Denn es waren etwa 5000 Männer. Ich finde das so wunderbar, dieses Rechenexempel unseres Gottes. Gott zeigt immer, dass es unmöglich aus menschlicher Ressource ist, diesen Auftrag auszuführen. Und ich möchte dir jetzt schon sagen, gleich von vorne weg, der Auftrag, den du auszuführen hast, ist ein menschenunmöglicher Auftrag. Aber er muss auch nicht menschenmöglich sein, denn mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und wir sind nicht dazu berufen, auf menschlicher Ebene zu wandeln, sondern wir sind berufen, mit ihm, wie Rosina immer betet, mit ihm, durch ihn, er mit uns, durch uns und noch irgendwas. Auf jeden Fall er in uns, mit uns, durch uns. Das war's, glaube ich, in uns, mit uns, durch uns. So, er ist es, der mit uns geht. Er ist es, der in uns lebt. Er ist es, der durch uns wirkt. Amen. Und so können unmögliche Dinge geschehen. Und diese unmöglichen Dinge sehen wir hier beschrieben. Ein paar Laibbrote, ein paar Fische für 5000. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber wenn hier eine Menge von 5000 beschrieben ist, dann sind dort eigentlich immer nur die Männer aufgezählt. Es kommen noch die Frauen hinzu. Wir sagen nicht, jeder war vielleicht verheiratet. Lass es also Männer und Frauen vielleicht 8500 gewesen sein, plus noch Kinder. In der Zeit war alles unter einem Kind eigentlich, unter 2 Kindern eigentlich nicht so der Standard, so 2, 3 Kinder. Ach, wir reden mal von 15.000 Leuten, ich weiß nicht wie viel. Wollen wir 15.000 sagen? Ach, lass es doch bei 8.000 bleiben, ist auch noch gut. Das Rechenexempel wird immer auf selbe hinauskommen, ist unmöglich. Es ist unmöglich, mit den paar Broten und ein paar Fischen diese zu speisen. Aber ihr Lieben, wenn wir die Geschichte bis zum Ende lesen, alle wurden satt. Und das ist doch das, was unser Gott immer wieder auch erweisen möchte. Er möchte das Unmögliche möglich machen. Wie gesagt, das eine Mal kam ein kleiner Junge zu ihm und die Jünger sagten, ja, hier ist ein kleiner Junge und der hat irgendwas. Und Jesus sagt, gut, dann nehmt das. Ist das nicht wunderbar? Jesus nimmt von dem kleinen Jungen, um uns zu zeigen, der eigentlich gar nichts hat. Ich meine, was für ein Einkommen hat ein kleines Kind? Was für ein Vermögen hat ein kleines Kind? Was für ein Besitztum hat ein kleines Kind? Was für Rechte hat ein kleines Kind auf dem Handelsmarkt? Wie viele Verträge kann ein kleines Kind unterschreiben? Wie viele rechtsgültige Verträge werden durch einen kleinen Jungen abgeschlossen? Nichts, überhaupt nichts, gar nichts. Er hat keinen Erwerb und er hat kein Einkommen, er hat kein Besitztum, nur das, was er in den Händen hielt. Und das war, glaube ich, in Auftrag gegeben von seinen Eltern. Was uns Gott mit dieser Geschichte sagen will, ist, das, was nichts gilt in der Welt, erwähle ich, um daraus aus nichts alles zu machen. Amen. Dieser kleine Junge, er hatte nur ein paar Brote, ein paar Fische, war vielleicht von seinen Eltern zum Einkaufen geschickt und stand nun dort mit seiner Habe. Und Gott hat sich dessen bemächtigt. Es ist genauso wie Petrus in seinem Boote sitzt und Jesus kommt und sagt, kann ich mir mal dein Boot ausleihen? Ich möchte dort von der Mitte des Sees predigen. Und Petrus denkt sich so, okay, warte mal, mein Boot, das ist eigentlich mein Haupterwerb. Das wäre so, wie wenn wir zu Nino sagen würden, Nino, wir bemächtigen uns aller deiner Bagger, aller deiner Fahrzeuge für dein Geschäft. Und du hast dann, während wir das tun, erstmal nichts. So, das alles, was Petrus hatte, war in diesem Boot zu finden. Er war Fischer.
Das Boot war sein Kapital. Und was hat er getan? Er hat es Jesus gegeben. Manchmal ist es so, da kommen wir an den Punkt, wo wir einfach alles hingeben. Ich rede jetzt hier nicht von Finanzen. Ihr habt mich noch niemals über den Zehnten predigen hören. Ihr habt mich noch niemals Money Preaching predigen hören und noch niemals über Finanzen predigen hören. Und das werde ich auch diesmal nicht tun. Ich rede davon, dass wir unser Leben einsetzen, alles, was wir haben. Und das ist weitaus mehr als der Zehnte, sage ich euch ganz ehrlich. Ich rede davon, dass wir unser Leben einsetzen, das, was wir haben. Petrus hat sein ganzes Kapital, sein ganzes Leben eingesetzt, als er sein Boot gab. Und er gab es in den Dienst des Meisters. Und was war denn danach gekommen? Ich mache kein Happy-Clappy-Disneyland-Preaching, das mache ich nicht. Aber was war dann für Petrus gekommen? Auf einmal danach, nachdem er Jesus das Boot gegeben hatte, hatte er einen Fischzug, das sein Boot und das Boot seines Bruders fast zum Kentern brachte. Und er kam alsbald in einen neuen Beruf, sprich eine neue Berufung hinein. Er wurde Menschenfischer. Das heißt, wenn wir mit dem Geringen, was wir haben, was in unseren Augen manchmal so groß aussieht, ein Boot, dahinter steht vielleicht ein ganzes Geschäftsmodell. Aber wenn wir es dem Herrn als Einsatz bringen, dann kann es geschehen und dann wird es geschehen, dass sich unser Lohn verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht und wir in eine ganz andere Berufung hineinkommen. Verstehen wir, was ich damit sagen will? Es ist so gewaltig. Und genauso war es mit diesem kleinen Jungen, mit den paar Broten und den paar Fischen. Er hat es gegeben und es wurden 5000 gespeist. Ich weiß nicht, was du heute in deinen Händen hältst. Aber eins weiß ich, wir sind hier und wir haben etwas zu geben. Nicht unbedingt an materiellen Dingen vielleicht, aber wir haben etwas zu geben. Wir haben das Wort der Wahrheit empfangen. Da draußen ist eine Welt, die leckt sich die Finger nach der Speise, die wir haben. Wir haben eine Speise, die sie nicht kennen. Wir haben eine Hoffnung, von der sie nie gehört haben. Wir haben Heilung, die sie nie erlebt haben. Zuversicht, die sie niemals kannten. Wir haben empfangen, um auszuteilen, ihr Lieben. Amen. Und Jesus macht jetzt hier das Unmögliche möglich und er nimmt nun hier das bisschen, was sie hier hatten. Die paar Fische, 5 Brote und 2 Fische für 5000 oder wir hatten gesagt 8500 Leute ungefähr. Nimmt ihr diese jetzt? Und es steht geschrieben in Vers 16, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, segnete sie und er brach sie. Und was steht dann dort? Und dann teilte er sie den Menschen aus. Nein, er gab es seinen Jüngern. Ich glaube, das ist ein ganz kleines Detail, aber ich glaube, dieses ganz kleine Detail ist ganz wichtig. Jesus hätte es auch selbst austeilen können. Jesus hätte sagen können, ich bin der Macher hier. All eyes on me. Und er hat alles Recht dazu. Er hat alles Recht dazu. Alle Augen auf Jesus, ja. Um ihn geht es. Aber ist es nicht sonderbar, dass sich Gott auch immer wieder abhängig macht von uns? Von uns Schwächlingen? Von uns Untreuen? Er blickte auf zum Himmel, segnete das, was er hatte und gab es seinen Jüngern. Und sprach zuvor, gebt ihr ihnen zu essen. Ihr Lieben, was wir empfangen haben, ist gesegnet. Und der Herr hat zu uns gesprochen, schon mehr als einmal, schon mehr als zweimal. Gebt ihr ihnen nun zu essen. Es ist deine und meine Aufgabe. Wir brauchen nicht das Wunder der Vermehrung wirken, verstehen wir das? Wir brauchen nicht das Wunder der Vermehrung wirken. Er blickte auf zum Himmel, dankte, segnete es. Und das tut er auch heute. Das Einzige, und das lese ich zwischen den Zeilen raus, was von einem Haushalter der Geheimnisse Gottes verlangt wird, ist, dass er für treu befunden wird. Wir haben einmal so ein Versorgungswunder hier selbst erlebt in dieser Gemeinde. Hier war ein Seminar mit Hartwig und wir hatten viele Gäste hier und wir hatten Essen zubereitet für 60, 70 Personen, ich weiß nicht mehr für wie viel. Und ist uns das Essen innerhalb von wenigen Stunden, ist uns das vollkommen, weil es wirklich heiß war, auch heiß, schwül, ist uns das Essen umgekippt und war innerhalb von Stunden verschimmelt. Die Botschaft, dass das Essen nun verschimmelt ist, kam 40 Minuten, bevor die Versammlung in die Pause gehen sollte. Hört mir genau zu. 40 Minuten. Ganz aufgeregt kommen Schwestern auf mich zu und sagen, alles Essen ist verdorben, wir haben nichts mehr für die Versammlung. Ich so, jo,
Das ist ja krass. Und dann habe ich etwas miterleben dürfen, was ich als ein Wunder Gottes bezeichne. Schwestern haben sich sofort organisiert. Ich habe überhaupt nichts mit diesem Wunder zu tun. Ich war nur der, dem die Botschaft gebracht wurde, nur mein Herz wurde kurz schwer. Und dann habe ich was mit meinen eigenen Augen gesehen. Der Geist Gottes hat die Schwestern auf einmal in einer Einheit zusammengeführt. Die haben sich hingesetzt, haben ein Strategiepapier ausgearbeitet, sondergleichen. So nach dem Motto, so das und das und das machen wir jetzt. Und innerhalb von 40 Minuten sind die losgegangen, sind zum Einkaufen gegangen, haben Essen zubereitet. Und ich kann euch die Fotos zeigen, was daraus wurde. Wir reden hier nicht 40 Minuten Essen zubereiten, sondern wir reden davon 40 Minuten zum Planen, zum Einkaufen gehen, zum Wiederkommen, zum Zubereiten und zum Austeilen. Als die Uhr auf einmal geschlagen hat, Mittag, gingen die ganzen Leute hier aus diesem Saal nach unten und ich kam nach unten, ich habe meinen Augen nicht mehr getraut. Da war ein Essen aufgetischt, ich habe noch die Fotos, es ist wie ein Wunder. Es ist ein Wunder, der ganze Tresen unten war voll mit Essen. Und ich kam da runter und habe gesagt, wir haben kein Essen, was ist das? Ja, das haben wir jetzt, das hat der Herr jetzt so. Ich habe gedacht, das gibt es gar nicht, das ist gar nicht möglich. Und als wir dann der Versammlung erzählt haben, was passiert ist, konnte es keiner glauben. Es konnte keiner glauben, dass das Essen in der kurzen Zeit auf einmal da war und dass so viel davon da war. Es war weitaus mehr, als uns verdorben war. So, was will ich damit sagen? Der Herr macht das Unmögliche möglich. Und der Herr verlangt nichts weiter von uns, als dass wir treu sind. Wir müssen nicht verstehen, wie es funktioniert. Und wir müssen auch nicht unbedingt sofort die vollkommene Gewissheit haben, was alles im Einzelnen passieren wird. Eine Gewissheit ist wichtig, dass wir sie haben. Und das ist, dass unser Gott Gott ist und wir Menschen sind. Und dass ihm alle Dinge möglich sind und dass sein Wort sagt, alle Dinge sind möglich dem, der... Amen. So, du musst nicht glauben haben, dass eine spezielle Sache diesen oder jenen Ausgang nimmt. Das Einzige, was du glauben musst, ist, dass Gott es vollbringen kann. Verstehen wir, worauf ich hinaus will? Manchmal machen wir unseren Glauben davon abhängig, bestimmte Resultate zu sehen. Und wenn wir diese bestimmten Resultate nicht sehen, dann haben wir keinen Glauben dafür. Aber das ist die falsche Art und Weise zu glauben. Wir sollen nicht die Dinge sehen müssen, die wir meinen, dass sie kommen müssen, sondern wir wollen Gott erleben, wie er sagt, dass er in seinem Wort ist. Ich meine, das ist nicht weniger gering ein Wunder wert, aber wir müssen uns nicht irgendwie festlegen auf menschliche Weise, so und so müsste Gott arbeiten. Das Einzige, was wichtig ist, dass wir ihm zutrauen, dass er alle Dinge tun kann. Da war ein Prophet und er war gerade in einer Zeit Prophet, wo eine riesige Hungersnot durchs Land ging. Und keiner, wirklich keiner hatte Essen und die Menschen sind am Hunger gestorben. Und er hatte auch nichts zu essen, aber der Herr hat gesagt, ich werde den Raben befehlen, dass sie dir Fleisch bringen. Und jeden Tag brachten die Raben diesem Propheten Fleisch. Dann kehrte er ein in das Haus einer Witwe, die hatte noch einen Sohn und sie hat sich gedacht, von dem Letzten, was ich hier habe, werde ich mir und meinem Sohn sozusagen die Henkersmahlzeit bereiten. So nach dem Motto, das ist das Letzte, was wir haben und danach werden wir an Hunger sterben. Was macht der Prophet? Der Prophet kommt in das Haus dieser Witwe und das Erste, was er sagt, inmitten der größten Hungersnot, was hast du noch an Vorräten hier? Und sie sagt nichts weiter als einen kleinen Topf mit Mehl und ein bisschen Öl. Und er sagt, gut, mach mir davon einen Kuchen, ich habe Hunger. Ich meine, wenn ich das jetzt so erzähle, wir verstehen die Tragweite der Tragik nicht. Du sitzt in deinem Haus mit deiner Familie und das letzte bisschen, was du zu essen hast, das willst du jetzt dir und deiner Familie machen und danach sprichst du, ich werde sterben am Hunger. Um mich herum, 1000 fallen zu meiner Linken, 10.000 zu meiner Rechten, überall sterben sie an Hunger. Und dann kommt ein wildfremder Mann in mein Haus hinein, fragt mich noch frech, was ich an Lebensmittel dort habe und dann treibt er das Ganze noch auf die Spitze und sagt, okay, von dem bisschen, was du hast, was eigentlich nur für dich und deine Familie sein sollte, backe mir einen Kuchen, denn ich habe Hunger. Ich glaube, das setzt dem Ganzen die Krone auf, oder? Aber wisst ihr was? Das Gleiche, was hier mit den 5.000 oder 8.500 geschah, das Gleiche, was mit Petrus geschah, nachdem er sein Boot in den Dienst des Herrn stellte, das Gleiche geschah bei der Witwe von Zarpat. Sie hat getan, weil sie wusste, dass sein Mann Gottes, was Gott ihr aufgetragen hat. Und sie hat dem Propheten den letzten Kuchen aus den letzten Vorräten gebacken. Und der Prophet hat ein Gebet gesprochen und hat den Ölkrug gesegnet und den Krug voll Mehl.
und ein Wunder Gottes geschah. Solange diese Hungersnot grassierte, wurde das Mehl in dem Topf nicht leer und das Öl ist nicht versiegt. Und diese Witwe hat bis durch diese Hungersnot jeden Tag Genüge gehabt. Und wisst ihr was? Ich glaube, sie wäre an Hunger gestorben, hätte sie zu dem Propheten gesagt, nein, das nehme ich für mich. Ich kann es nicht erklären. Es ist für mich selbst ein Mysterium, warum Gott Gefallen daran hat, manchmal in letzter Sekunde einzugreifen. Er hat so diesen Pointen- und Überraschungseffekt. Er kommt nicht, wenn unsere Speicher voll mit Korn sind. Doch, dann kommt er auch und warnt uns, dass wir nicht im Überfluss schwelgen und nicht müde, matt und träge werden in unserem Reichtum. Doch, dann kommt er auch. Aber seine Rettung kommt oftmals für uns aus menschlicher Sicht auf letzter Sekunde. Aber lass mich dir sagen, der Herr kommt nie zu spät. Aber das impliziert auch, er kommt auch nie zu früh. Er kommt genau im richtigen Moment. Und ich will dir sagen, heute ist dieser Tag, an dem dein Moment ist, wo du zum Wunder werden kannst für jemand anderen, der gerade am Hunger stirbt. Lass doch Gott durch dich dieses Wunder wirken, dass er durch dich genau zum richtigen Zeitpunkt zu jemandem kommt, der jetzt Hilfe braucht. Lass doch Gott dieses Wunder in deinem Leben wirken, dass wenn du heute hier aus diesem Gottesdienst rausgehst, dass du mit anderen Augen aus diesem Gottesdienst gehst. Mit geöffneten Augen für die Bedürfnisse deiner Mitmenschen, mit geöffneten Ohren für das Wehklagen deiner Nachbarn. Wie oft sind wir so stumpf, ihr Lieben, so hartherzig, dass wir gar nicht mehr sehen das ganze Leid um uns herum. Jesus hat gesagt, die Armen werdet ihr immer um euch haben. So, ich möchte dich einfach ermutigen, werde du zum Elia. Dass du in das Haus eines Menschen einkehrst und sein Topf mit Öl und Mehl wird niemals leer. Werde du zum Botschafter an Christi Stadt und bringe einer verhungernden Welt die Botschaft, die errettet. Paulus sagte, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht. Ist es doch die Kraft Gottes zur Errettung eines jeden, der da glaubt. Wer weiß, vielleicht ist es genau das Wort, das du heute auf deiner Zunge trägst, das einem anderen ins Herz dringt und er wird errettet. Jubel wird im Himmel sein für eine Seele, die den Herrn findet. Amen. Und das Schöne ist, er sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und Vers 15 steht, und sie machten es so und ließen alle sich setzen. Wie pragmatisch ist das? Ist immer nur so ein Teilvers, ne? Immer so zack, zack. Aber so, nee, weil es ist mir so wichtig, dass wir uns hineinfühlen in die Geschichte. Wie pragmatisch ist das? Der Herr sagt was, er sagt A, wir machen A. Amen. Er sagt B, wir machen B. Amen. Eigentlich ist es doch so einfach. Der Herr gibt uns die Anweisung, wie wir es zu tun haben und dann tun wir es. Und in Vers 15 sagt, und sie machten es so. Und ich kann mir so richtig vorstellen, da waren bestimmt die Jünger auch so ein bisschen in Zweifel. Ich meine, die haben die ganze Menge von Leuten dort gesehen. Und ich sage es euch noch einmal, ich habe das schon öfters gesagt. Ich glaube nicht, dass diese Mengen von Menschen so ruhig waren, wie wir es immer in diesen fantastischen Zeichnungen der Maler der Neuzeit irgendwo sehen. So ein stilistisches Bild, so ganz schön gemalt und so ein Sonnenuntergang. Und Jesus sitzt so ganz gemächlich so auf so einem Stein, so in der Sonne, im Sonnenuntergang so gelehnt. Und sein Haar weht so im Wind und da kommen dann so die Leute so einzeln, alle so an. Und sie wollen so von ihm einmal berührt werden, dass er sie segne oder dass er sie heile. Nein, das war bestimmt nicht so. Bei 5000 Menschen, die krank, geschunden, besessen waren, da war eine Schreierei, da war Panik, da war jeder wollte zu diesem Mann, der meine Schmerzen heilen kann. Jeder will zu dem, der mich aus der Knechtschaft meiner Gebundenheit erlösen kann. So, ich glaube, das war mit viel Arbeit verbunden, dass die Jünger jetzt durch 5000,
Klammer auf, 8500 vielleicht, gehen mussten und sie erstmal in kleine Grüppchen aufteilen mussten. Da war Getümmel, da war Tumult, da war Hunger, da waren Babys, die geschrien haben, Menschen, denen vielleicht kalt war, den anderen war wieder voller Schmerzen irgendwie das Leid übergegangen. Und sie waren dann dabei zu tun, was ihr Meister gesagt hatte. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich möchte darauf hinaus, dass wir den Text nicht lesen als ein Roman, ja, und sie taten, wie ihn der Herr befohlen hatte. Ich glaube, die haben ganz schön gezweifelt. Ich glaube, die waren dabei, okay, Jesus, okay, du hast gesagt, wir sollen das tun, aber wir tun es. Okay, Leute, kommt runter, kommt, setzt euch, komm. Diese Gruppe, diese 50 dahin. Okay, und ihr teilt euch nochmal in 5 Gruppen, jeder 10. Okay, ja, macht ihr gut. Bruder, geh du da mal hin. Mach du das mal. Ich gehe mal zu den anderen 6.999. Okay, hört ihr mich da hinten? Die Gruppe mit den 5.000 dort an der Ecke. Spaltet euch mal so, wisst ihr, wie ich das meine? Da war bestimmt was los und ich glaube, während sie sich dort, ich meine, es dauert ja auch, bis sich 5.000 setzen. Lass mal eine kleine Rechnung machen. Wenn es bei uns 30, manchmal 10 Minuten dauert, bis wir uns hier setzen und ruhig werden. Okay, wir rechnen nicht weiter, ich will es nicht betrüben. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, schaut mal, da waren 5.000, 8.000 Leute. Und die Jünger hatten erstmal alle Hände voll damit zu tun, sie erstmal zur Ruhe zu bringen. Erstmal das zu, wir reden noch nicht mal davon, das Boot auszuteilen. Erstmal zu kommunizieren, was wir jetzt vorhaben, ohne Mikrofone. Ich meine, das ist doch schon eine Mammutaufgabe. Eigentlich spricht dieser Text hier nur noch von Wundern. Lesen wir die Wunder daraus. Das ist schon ein Wunder, die 5.000 ruhig zu kriegen und ihnen mitzuteilen, was wir jetzt vorhaben. Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, sie haben es geschafft. Sie haben sich alle in Gruppen unterteilt und die Jünger waren jetzt dabei. Dann standen sie immer noch vor dem Phänomen, das bisschen, was sie hatten, nun auszuteilen. Ich würde bestimmt an dem Punkt sagen, okay, Jesus, Menschen, soweit das Auge reicht. Ich meine, die Gruppe ist noch nicht mal mehr dicht gedrängt. Jetzt sitzen sie alle weit auseinander. Ich kann das Ende der Gruppe noch nicht mal sehen. Aber was willst du mit den paar Broten und den paar Fischen bewirken? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Aber ihr Lieben, als sie die Brote nahmen und austeilten, haben sie sich vermehrt. Die haben sich nicht vermehrt, als sie noch alle da vorne waren. Auf einmal, puff, standen da mit so einer Zimbel, die geknallt hat, bing, auf einmal standen dann da 17 Millionen Körbe. Nein, während sie austeilten, haben sie gemerkt, ey, das Mehl im Topf wird ja gar nicht leerer. Wow, das Öl wird gar nicht weniger und sie haben ausgeteilt. Ich kann mir so richtig vorstellen, so ein dickes Fladenbrot und immer reißt du ein Stück ab und du gibst gerade und oh, und wieder. Oh, krass. Und wieder. Oh, yo. Also ich werde beim Austeilen, würde ich ja schon ohne Ende Freude kriegen. Ich meine, da haben die bestimmt schon Lobpreis gemacht. Halleluja, Halleluja. So, weißt du, das Wunder geschieht, wenn wir unseren Fuß aus dem Boot setzen. Eins könnt ihr mir glauben, Petrus konnte nicht auf dem Wasser gehen. Aber als er seinen Fuß aus dem Boot gesetzt hat, wurde aus dem Wasser fester Grund. Und ich sage dir, und da sind wir ja in unserem Deutschland ganz weit vorne, dass wir das immer schreien. Oh, ich will auch mal die Wunder sehen wie in Afrika oder wie bei Bonke. Oder wie in Indien, oder wie in Paraguay. Ich sag dir eins, du wirst so lange auf dein Wunder warten, solange du noch in deinem Boot sitzen bleibst. Aber wenn du endlich raustrittst, sobald du den ersten Schritt machst, wird sich das Wunder vor deinen Augen offenbaren. Es wird sich vor deinen Augen offenbaren. Ich habe letztes Mal einen berichtet davon, was geschieht, wenn wir einfach durch die Straßen gehen, durch die Stadt gehen, wenn Menschen da herkommen, die geschunden sind. Was habe ich euch doch auch in der Jüngerschaft erzählt, oder nicht? Wie die Leute geguckt haben. Wie die Leute geguckt haben, als sie auf einmal spontan Heilung erfahren haben. Ihr Lieben, das geschieht aber nicht nur, wenn wir dafür beten, sondern wenn wir auch gehen. Und es geschieht so lange nicht, solange wir nicht gehen. Amen? Okay, ich glaube, wir sind gleich am Ende angekommen. Und er nahm die 5 Brote, und sie machten es so, Vers 15, und ließen alle sich setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie, und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit diese die Menge austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt, und es wurde aufgehoben, was ihnen von den Brocken übrig blieb. 12 Körbe. Es ist so gewaltig.
Du gehst mit 5 Körben raus und teilst aus und kommst mit 12 Körben wieder. Das ist Mathematik des Himmels, ihr Lieben. Nur so funktioniert das, ja? Das ist das. Du gibst einen Einsatz raus und dieser Einsatz, den du rausgibst, du kriegst weitaus mehr wieder rein. Das ist so wunderbar bei unserem Gott. Ich liebe seine Mathematik. Halleluja! Danke, Jesus! Okay, wir gehen ein Kapitel weiter. Ich habe nämlich noch was gelesen. Ich habe euch gesagt, heute bringe ich euch was aus meiner Andacht. Also Lukas Kapitel 10. Es ist eigentlich dieselbe Geschichte oder es ist derselbe Kontext der Geschichte. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je 2 und 2. Ich wollte das noch mit reinbringen, dass nicht einer unter uns ist, der sagt, ja, ich bin aber kein Apostel. Bruder, Schwester, der Plan geht nicht auf. Vielleicht hast du eben bei der Speisung der 5000 gesagt, ja, das hat der Herr mit seinen Aposteln getan. Ich bin aber kein Apostel. Dann zähl dich einfach zu den Jüngern, okay? Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Und er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Halleluja. Wunderbar, ne? Gott gibt uns hier gleich sofort zu verstehen, das Arbeitsfeld, in das wir hinausgesandt werden, ist ein großes Arbeitsfeld. Amen. Das Arbeitsfeld, in das wir hinausgesandt werden, ist ein großes Arbeitsfeld. Und ich möchte es nochmal sagen, es ist eine unmögliche Arbeit. Du kannst die Arbeit nicht tun und ich kann die Arbeit auch nicht tun. Aber er mit uns, er kann es tun. Und er sagt, die Ernte ist groß und ich finde das so gut, dass unser Gott sofort aber auch sagt, dass da ein Problem ist. Der Arbeiter sind wenige. Und es gibt mir viel Mut. Weil es sagt mir, nicht die Ernte ist das Problem. Die Ernte ist groß, die ist gut. Das heißt, egal was wir auch tun, die Ernte ist gesichert. Das kann uns schon mal keiner mehr nehmen. Die Ernte ist groß, ist reif, die Felder sind weiß. Da können wir einen Amen hintersetzen, ein Ausrufungszeichen, wunderbar, das passt und das steht bis in alle Ewigkeit. Die Ernte ist bereit. Nun kommen wir zum Problem. Der Arbeiter sind wenige, aber auch für dieses Problem hat der Herr eine Lösung. So bittet nun den Herrn der Ernte, damit er Arbeiter sende. Und ich sage euch eins, das Gebet geht nicht so, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Das geht nicht so. Wir haben nur die Berechtigung, für die Ernte zu beten, wenn wir auch selber gehen wollen. Und vielleicht sage ich jetzt was, was dich vielleicht so ein bisschen betrübt. Aber ich sage es mal wirklich so und ich lese das so aus dem Wort auch heraus. Wenn du nicht gewillt bist zu gehen, hast du noch nicht mal Berechtigung dafür zu beten. Wenn du nicht gewillt bist zu gehen, hast du noch nicht mal Berechtigung zu beten. Denn das Gebet, hier bin ich, sende meinen Bruder, geht nicht. Der Herr sendet dich aus. In Markus 16, ab 15 heißt es, dass er alle ausgesandt hat, das Evangelium zu predigen, der ganzen Schöpfung. Alle, die gläubig geworden sind. Und natürlich, wir stehen nicht alle auf dem Evangelisationsfeld. Und wir stehen nicht alle irgendwie in der Stadt vor der großen Kirche. Nein, das stehen wir nicht alle. Und dennoch stehst du an dem Ort, wo der Herr dich hingesandt hat. Und dieser Ort ist ein realer Ort. Ob es nun das Wohnzimmer bei deinem ungläubigen Ehemann ist, es ist ein realer Ort. Ob es nun der Laden ist, zu dem du jeden Tag vielleicht einkaufen gehst, der Tante-Emma-Laden um die Ecke, ob es deine Schulklasse, dein Studiengang ist, deine Arbeitskollegen, was auch immer, du bist gesandt. Und du bist nicht gesandt, um still zu sein. Du bist gesandt, um dein Brot, das du empfangen hast, ihnen auszuteilen. Und ihr Lieben, es ist noch ein Geheimnis in dieser ganzen Saat- und Erntegeschichte. Die Ernte wird niemals von alleine in die Scheune hoppeln. Also die Zeiten sind auch vorbei, wo wir denken, oh, lass uns beten, dass sich die Gemeinde füllt auf wundersame Art und Weise. Die Gemeinde, die Scheune wird sich nicht auf wundersame Art und Weise füllen. Oder habt ihr jemals in eurem Leben einen Bauern gesehen, einen Landwirt gesehen, der an seinem Scheunentor steht und dann zu dem fertig abzuerntenden Mais ruft, kommt her, ihr Maiskolben, die Scheune ist bereitet, tretet ein. Es wird nicht geschehen. Der Mais wird sich nicht ernten und er wird nicht in die Scheune hoppeln. Das Wort heißt ja auch nicht,
Die Ernte ist reif, nur der Arbeiter sind wenige. Das könnte man ja auch sagen, die Scheune ist fertig, nur der Mais kommt nicht. Das heißt aber so nicht, die Scheune ist fertig. Die Gemeinden sind heute fertig, die sind total gut geschmückt. Ich sag's nochmal, wie mauschelig warm haben wir es hier, wie viele schöne Plätze. Und trotzdem, wir können das noch mauscheliger und noch warmer, wärmer machen. Wir können es noch angenehmer für uns machen. Es wird keinen Menschen erretten. Was errettet, ist die Botschaft dort, wo die Menschen sind. Ich sage immer, das Evangelium ist eine Botschaft, die auf die Straße gehört, die zu den Menschen gehört. Ja? Gebt ihr ihnen zu essen. So, ich habe heute nicht so viel für uns, aber ich habe einfach dieses auf dem Herzen. Ich möchte uns einfach dazu nochmal ermutigen, gerade jetzt auch zum Ende des Jahres. Dieses Jahr hat gezeigt, wie viel Schwierigkeiten, wie viel Steine einem in den Weg geschmissen werden können. Ich möchte euch zum Abschluss jetzt einfach das nochmal sagen. Lass uns doch mal dieses Jahr Revue passieren lassen, jetzt gerade so vor unserem inneren Auge. Überleg doch mal, was hat dieses Jahr alles an Schreckensbotschaften, an Veränderungen, an wirrem Zeug, an Panikmache, an Angst, an Repressionen auch von unserer Regierung, Abstandsgebot, Social Distancing und all sowas. Was hat dieses Jahr nicht alles für uns an, sag ich mal, Überraschungen bereitgehalten? Ist doch sonderbar, oder nicht? So ein Jahr habe ich noch nie erlebt. Ich bin seit 1979 auf dieser Erde, aber so ein Jahr wie das Jahr 2020 habe ich noch nie erlebt. Aber eins ist sicher, der biblische Kontext sagt mir, dass es nicht besser werden wird. Der biblische Kontext sagt mir, das ist der Anfang der Wehen. Und wir wissen, dass das Wesen von Wehen, Geburtswehen, so ist, dass sie immer stärker werden. Okay, was hat es nun mit dem Jahr 2020 und unserem Auftrag, auf die Straße zu gehen und das Evangelium den Leuten zu bringen, ihnen Brot und Speise zu bringen, das Wort Gottes zu bringen? Was hat das damit zu tun, dass wir jetzt das Jahr 2020 so Revue passieren lassen? Ich möchte dir eins sagen. Wir sind in einem Land, wo wir nicht unterdrückt werden und wo uns nicht der Kopf abgeschlagen wird, wenn wir das Evangelium bringen. Das heißt, wir haben eine riesengroße Freiheit, das Evangelium zu bringen. Aber ich sage dir, diese Freiheit ist umfochten. Und selbst wenn wir nicht in der Gefahr stehen, dass wir Leib und Leben verlieren, werden wir schon sehr bald, und nimm mich bei meinem Wort, ich schicke mir nicht an, ein Prophet zu sein, aber ich spreche das einfach mal aus. Ich schicke mir nicht an, ein Prophet zu sein, aber ich sage dir, nimm mich beim Wort, es wird nicht mehr lange dauern und du wirst in dieser Art und Weise, in dieser Freiheit, wie wir es jetzt noch haben, das Wort Gottes nicht mehr lange predigen können. Und wenn die Türen der Gnade zugehen, dann muss man wirklich sagen, Gnade Gott den Heiligen, dass sie nicht getan haben, was Gott gesagt hat. Solange Gelegenheit ist, solange es Tag ist, solange das Licht leuchtet, solange die Tür der Gnade offen steht, lasst uns gehen, ihr Lieben. Ich sage das bewusst zum Abschluss dieses Jahres. Wer weiß, was da noch kommt? Lasst uns die Zeit auskaufen. Denn es wird nicht besser. Ja, bezüglich unseres Heils wird es immer besser. Natürlich. Da ist immer mehr Gnade am Horizont. Aber ich sag mal, indem wie diese Welt an Verwirrung, an Panik, an Angst, an Schlechtigkeit zugrunde geht, das wird immer schlimmer. So lasst uns wirken, solange es Tag ist. Amen. Um nochmal mit den Worten zu schließen. Finsternis bedeckt die Völker. Aber über dir geht das Licht des Herrn auf. Und solange es über dir strahlt, ist dir geboten, stell dein Licht nicht unter einen Scheffel. Amen? Amen. Lass doch mal aufstehen. Ich fühle mich gerade so, als hätte ich nur ein paar Brote und ein paar Fische gehabt, aber ich bin satt. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Ich will dir danken, Herr, dass du auch unter uns, Herr, dieses Wunder der Vermehrung gerade gewirkt hast. Herr, es hat sich für mich angefühlt, als wäre das gefühlt nichts gewesen. Aber Herr, du hast uns gespeist, Herr. Du hast uns
ermahnt, du hast uns ermutigt, oh Herr, du hast uns von deinen Wundern, Herr Jesus, Herr, aus deinem Wort erzählt, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, für jeden unter dem Klang meiner Stimme jetzt, Herr, jedes Herz, das da bewegt wurde, Herr, jedes Herz, das da erneut gepackt wurde, Herr, ja, ich möchte mich für den Weg der Treue entscheiden, ja, ich möchte mich für den Weg der Nachfolge entscheiden, ja, ich möchte, Herr, der Elia meiner Zeit werden, Herr Jesus Christus, ich möchte, Herr, den Armen die frohe Botschaft verkündigen, ich möchte, Herr, den Hungernden den Magen füllen, Herr, durch das, was du mir gibst, Herr, jeder, der sich dazu bereit erklärt, Herr, unter dem Klang meiner Stimme, ich bitte dich, Herr, schenke jetzt deinen Segen dazu, Herr, schenke jetzt deinen Segen dazu, Herr, Herr, ich bitte dich, Herr, auch uns als ganze Gemeinde, Herr, nimm uns, oh Herr, und setze unsere Herzen erneut in Brand mit dieser Liebe, mit dieser Retterliebe, Herr, dass wir wirklich lieben, was du liebst und hassen, was du hast, Herr, dass in uns, Herr, eine Betrübnis kommt über die Dinge, die dich betrüben und eine heilige Freude, Herr, über die Dinge, die dich erfreuen, Herr Jesus, Herr. Herr, lass dein Herz in uns schlagen, Herr. Mach uns zu Botschaftern an deiner Stadt. Und ja, wir wollen dem Gebot Folge leisten. Du hast gesagt, bittet den Herrn der Ernte. Wir wollen das tun, Herr. Und ich will nicht sagen, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder, sondern ich will sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, Herr. Sende mich, oh Herr Jesus Christus, Herr. Herr, wir wollen beten, Herr Jesus Christus, Herr, dass du Arbeiter in dein Erntefeld sendest. Und ich will sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, Herr. Herr, hier bin ich, Herr. Sende mich, Herr. Sende mich, oh Herr. Herr, du hast mir dein Wort gegeben, Herr. Du hast mir deine Botschaft gegeben, Herr. Und ich schäme mich dieser Botschaft nicht, denn ich weiß, es ist die Kraft zur Errettung eines jeden, der da glaubt. In Jesu Namen bitten und empfangen wir. Amen.